Endlich habe auch ich Wochenende, das freut mich. Und ich muss aber noch ein paar Leute finden, die krank sind. Die irgendwie vom Wasser getrunken haben. Ich nehme an, das sind die Leute mit Namen, die für mich irgendwie in Frage kommen. Deswegen gehe ich gleich mal hier vorne hin. Hast du vom Wasser getrunken, Hamid? Ja, tatsächlich. Du siehst nicht besonders gut aus. Du siehst nicht besonders gut aus. Freund der Ehrlichkeit, was willst du? Natürlich geht es mir nicht gut. Ich habe gerade genug Kraft, mich auf den Beinen zu halten. Man hat mir von einer Krankheit erzählt, die in Morasul umherzieht. Gibt es diese Krankheit wirklich oder bin ich schon so alt? Beides. Gegen dein Alter kann ich nichts tun, aber ich kann dich von deiner Krankheit befreien. Wie? Nun sag schon. Ningal hat mir gesagt, dass ein Konzentrat magischer Energie und eine verzauberte Schriftrolle dich heilen werden. Ein Konzentrat magischer Energie. Du meinst sicher einen Mana-Trank, oder? Ja, genau. Ja, ein Mana-Trank. Hier, nimm ihn. Ach, und das ist die Schriftrolle. Ja, einen Mana-Trank. Hier, nimm ihn. Ach, und das ist die Schriftrolle. Und jetzt? Erst trinken, dann lesen. Ja, wenn ich jedes Mal einen Mana-Trank und die Schriftrolle herausrücken muss, na guten Tag. Ich hoffe, es wird entsprechend entlohnt. Effekt. Ich fühle mich 10 Jahre jünger. Du hast mir den Tag gerettet, mein Freund. Wirklich. Du siehst aber immer noch so alt aus. Nun, ich will das einfach überhört haben. Dafür bin ich dir im Moment zu dankbar. Glaub aber nicht, dass du einen Rabatt bekommst. Verstehe. Ist klar, ich klaue dich aber später, okay? Gut, kein Rabatt, aber irgendetwas sollte dein neues Leben noch wert sein, oder? Gut, keinen Rabatt. Aber irgendetwas sollte dir dein neues Leben doch wert sein, oder? Lass mich mal überlegen. Ah, genau. Du bist sicherlich ein Mensch, der es gerne luxuriös mag, nicht wahr? Also... Aber natürlich bist du das. Nur ein Narr würde Gold oder ein wertvolles Amulett liegen lassen. Daher sollst du ein Stück meiner, Sammlung erhalten. Äußerst wertvoll, irgendwie. Na, ich bin gespannt. Amulette Abwehr, Amulette Assassinen nehmen, Amulette Ausdauer nehmen oder 200 Gold. Ich meine, das Assassinen, das finde ich, klingt gut. Es gibt kein besseres Amulett. Naja, ich kenne zumindest keines. Übrigens keine Ahnung, was es bedeuten soll. Amulett des Assassinen. Ja, Geschicks, Druiden, Paladins. Ich bin die Namen sowieso noch nie durchgelesen, glaube ich. Hallo? Ah ja, nee, Schutzes. Assassin, ach hier, habe ich schon eins. Na super. Maximal Lebensenergie plus 10, Jagdenergie, Jagdgeschick plus 5. Total super. Hast auch du ein Problem? Woher hast du... Oh, du hast einen Erzrohling? Woher hast du den Erzrohling? Nun, eine Hand wäscht die andere. Ich will es dir sagen. Der Assassine Hassan hat ihn mir verkauft. Das weiß ich bereits, aber danke für die 500 Erfahrungen. Ich muss nur noch Hassan finden, das ist glaube ich noch so das Problem. Aber ganz nebenbei gleich mal gucken, wie viele Heilspruchrollen ich überhaupt habe. Dinge, um die ich mich normalerweise nicht besonders kümmere. Krankheit heilen, ist das, was gemeint wird? Oder Vergiftung heilen? Oder einfach nur Heilung? 18. Ja, habe ich noch genug, brauche ich auch nicht wirklich. Aber mit dem anderen Tränke tut mir ein bisschen leid. Muss ich mal sagen. Aber gut, wer haben wir denn noch so, den wir namentlich ansprechen können? Mit die haben wir ja schon geredet. Der Wirt, der hier rumstromert, könnte ja auch krank sein. Mal sehen. Der hier rumstromert, genau. Ah, Hector! Sieh an, der neue Champion von Morasul. Ich wusste, dass ich auf dich setzen kann. Mann, das war ein gutes Geschäft. Tja, bitte. 250 Erfahrungen nehme ich doch gerne mit, aber du bist nicht krank, von daher ist es alles kein Problem. Moment, ist hier noch jemand, den man kennt? Du zum Beispiel? Ilja. Jeder Ecke wartet eine andere Welt auf dich. Sei nicht dumm, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ja, genau. Was hast du denn anzubieten? Bei mir gibt es unglaubliche Schriftrollen. Sie sind unendlich kostbar und sollten bei keinem Ausflug in die Wüste fehlen. Ist klar.
Verzauberte Schriftrolle heilt jede Krankheit und ist zu einem besonders günstigen Preis erhältlich. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht brauche. Kauf eine Schriftrolle Krankheit heilen für 300 Gold. Vergiss es. Tschüss. Ich hoffe, dass du krank wirst. Billias Hand, erfahrene Assassine. Nein, du hast auch noch einen Namen, nicht wahr? Faesul, genau. Hast du schon von der Krankheit gehört? Wir leben hier in Varant. Überall sind Krankheiten. Du musst schon etwas genauer werden. In Morazul soll eine Seuche umgehen. Einige Leute haben sie schon. Mir ist bisher nichts davon zu Ohren gekommen. Anscheinend verbreitet Kafus Wasser die Krankheit. Das Wasser von Kafu gehört zu dem Besten, was Varant je gesehen hat. Er bringt mir immer nur höchste Qualität, Freund der zweifelhaften Worte. Wenn ich es dir doch sage, du solltest die Finger davon lassen. Das werden wir ja sehen. Na gut, dann eben nicht, wahr? Spiel nur mit deinem Leben, obwohl zugegeben, wenn irgendein Typ ankommt, oh, das Wasser von dem, der Wasserhändler, von dem du schon seit Jahren trinkst und das dir gut schmeckt, ist übrigens ganz gefährlich. Das würde ich euch unbedingt glauben, zugegebenermaßen. Der ist gelabert, keinen Namen. Du hast bestimmt einen Namen. Nein, du hast keinen Namen. Okay, hier ist noch irgendwo der Dieb, oder? Vielleicht ist der ja auch krank. Ramon! Du bist nicht krank. Aber du kannst immer was über das Diebeshandwerk bringen. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Was kann ich eigentlich noch machen? Rausreden, Taschendiebstahl, schweren Taschendiebstahl und Feilschen beibringen. Finde ich eigentlich alles nicht offen gestanden. Auch wenn ich jetzt relativ viele Lernpunkte habe, ich finde das irgendwie so ein bisschen Quark, das Zeug. Obwohl, komm, doch ganz ehrlich, ich habe so viele Lernpunkte, ich habe 108! Entschuldigung. Dann weißt du was. Bring aber das Feilschen bei, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Dazu bist du noch nicht bereit. Neuen Liebeskunstfilme dafür, was? Weiter so. Dazu bist du noch nicht bereit. Was? Ach, dann lernt rausreden auch noch. Natürlich. Na gut. Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache, falls du mal Ärger mit den Wachen hast. Wichtig ist, dass du überzeugend rüberkommst. Also, sprich mit fester Stimme und sieh dem Kerl direkt in die Augen. Dann behauptest du irgendwas. Aber sag bloß nicht, ich kann das erklären. Okay, vom lieben Lampusch 93, da leg ich doch gleich nochmal Falschen drauf. Bring mir was über das Falschen bei. Nein, das kann ich nicht machen. Dafür musst du mehr bezahlen. Ich hab dir gerade 2.500 Euro gegeben. Ich habe dich bezahlt, also bring es mir bei. Siehst du, du kannst es doch schon. Genau. Du wirst beim Handeln merken, dass du bessere Preise bekommst. Cool, das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich noch 86 Lernpunkte. Jetzt könnte ich fast noch diesen Taschendiebstahl lernen, aber das ist wirklich was, woran ich tatsächlich relativ wenig Interesse habe. So, hat einer von euch, Ulk, lass uns kurz in Ruhe der Paladin reden. Oder du vielleicht eine Krankheit? Oder Anga? Nee, aber er kann mitkommen, wenn er es will. Überlege ich mir vielleicht doch mal für das Grab. Du, Bandaro, geht's dir nicht gut? Geht's dir nicht gut? Nein, es geht mir ganz und gar nicht gut. Ich muss mir eine dieser Wüstenkrankheiten eingefangen haben. Vielleicht habe ich da genau das Richtige. Ningal hat mir von einer Krankheit erzählt, die momentan in Morazul umhergeht. Und was muss ich dir dafür zahlen? Erst die Heilung, dann die Belohnung. Das ist ein Geschäftsprinzip, welches mir gefällt, Vater der Tüchtigkeit. Ja, mir nicht. Wirst du mir nun helfen? Dieser Trank wird dir die nötige magische Energie geben. Wenn du ihn getrunken hast, liest du dir diese Schriftrolle durch. Das war's. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ja, und das ist jetzt nur mal, keine Ahnung was, 4 oder 5 bei mir. So, und der einfachen Worte. Ich denke, du wirst mit diesen Goldstücken zufrieden sein. 50 Gold und 50 Erfahrung, ist ja wohl ein Scherz. 50 Goldstücke, ist das nicht ein bisschen mickrig für deine Gesundheit? 50 Goldstücke? Ist das nicht ein bisschen mickrig für deine Gesundheit? Du wirst es noch weit bringen bei den Assassinen. Hier, nimm weitere 50 Goldstücke. Das ist mir noch zu wenig, verlang mehr. Das ist mir immer noch zu wenig. Ich verlange mehr. Meine Dankbarkeit ist nicht grenzenlos. Hier, nimm meine letzten 50 Goldstücke. Und dann verschwinde. Weißt du? Wo das herkommt, gibt es bestimmt noch mehr. Ich will weitere 50 Goldstücke.
Ich hatte dich gewarnt, mich nicht länger zu provozieren. Greifst du mich an? Du greifst mich an! Das ist ja dumm von dir. Ah ja, komm. Ach ja, da hinten ist die Wüste. Komm auch. Naja, ist egal. Können wir auch da hinten rausgehen. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Das ist aber auch schön, dass keiner darauf reagiert, wenn ich angegriffen werde, aber jeder darauf reagiert, wenn ich jemanden angreife. Schön. Bleib stehen, du Feigling. Ja, komm noch her, du Flitzpiepe, Alter. Willst du mich ver... Nervig. So. Immer schön in der Reichweite bleiben, dass du nicht deinen blöden Bogen zückt. Ich bin hier. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Oh, daneben. Naja, komm. Hast du einen Löffel? Ja, lass doch mal hier um die Ecke gehen, mein Freund. Mein lieber Bandaro, der mich bescheißen wollte um sein Leben. Lalala, ich zieh schon mal mein Schwertchen. Ja. Na gut. Nein. Ja, du kannst gar nicht mal schlecht kämpfen, nicht wahr? Nein. Ein Stich, das ist ja dumm. So, Assassinschwert. Da hätte ich gern noch alles, was du hast. Und danach warte ich ein bisschen essend. Bis du wieder aufwachst, hast du doch noch irgendwo ein geheimes Fach und gibst mir noch ein bisschen mehr Gold, nicht wahr? Das wäre nur fair, würde ich sagen. Na komm, Bandaro, steh schon auf. Ich kann warten. Ich kann der Hitze widerstehen, habe noch genug Wasser. Lalalala. Das Wochenende ist noch jung. Und wie sieht es jetzt mit meiner Belohnung aus? Und wie sieht es jetzt mit meiner Belohnung aus? Wo nichts ist, kannst du auch nichts holen. Und nun lass mich in Ruhe. Na gut, aber 250 Erfahrung habe ich trotzdem noch bekommen. Ich muss ihn auch nicht töten, von daher ist alles wunderbar. Aber ich könnte wetten, dass bestimmt noch eine Person oder irgendwer fehlt. Aber wer könnte überhaupt noch fehlen? Die komische Wache hier vorne könnte noch fehlen. Kafu sollte dich nun nicht mehr stören. Sein kleines Problem ist gelöst. Zumindest momentan. Danke, mein Freund. Jetzt kann ich hier wieder in Ruhe meiner Arbeit nachgehen, ohne mich verstecken zu müssen, wenn Kafu kommt. Nimm diese Kleinigkeit an dich. Das weiß mir wer. 50 Gold, naja, wir passen auf. Ernesto. Wir sehen uns später. Na gut, bist du krank? Wir kriegen beide noch Ärger. Oh, möglicherweise. Möglicherweise habe ich jetzt alle geheilt, ich weiß es gar nicht. Habe ich offenbar nicht. Vielleicht muss ich noch irgendjemand in den Ruin heilen oder irgendwas. Gonzalez. Was willst du? Gonzalez muss ich nicht heilen. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ich begebe mich nach draußen und zwar in Richtung Ruinen endlich mal. Ich weiß nicht mehr genau, welche Ruinen es eigentlich waren. Die linken oder die rechten. Ich gehe mal zu den linken hier. Oder zu diesem Bau da vorne einfach mal. Was, glaube ich, die linken waren. Ui, das könnte aber... Gut. Das könnte nochmal gerade so glücklich ausgehen, würde ich sagen. Aber gut. Hast du nur was zu sagen? Achso, ich komme von Ningal. Er will Proben deines Wassers untersuchen. Stimmt ja. Ich komme von Ningal. Er will Proben deines Wassers untersuchen. Da kommst du zu spät. Das letzte Fass ist soeben an einen Kunden rausgegangen. Oh Gott, und wer ist das? Jetzt bleibt der Brunnen erstmal dicht, bis ich heute neue Bestellungen bekomme. Wer hat das Fass bekommen? Es war Hector. Hector? Halt, nein, der hat gestern ein Fass bekommen. Muss es Versor sein. Ah. Du solltest es bei ihm versuchen. Vielleicht verkauft er dir eine Flasche. Wieso hast du das Wasser eigentlich nochmal verkauft? Wieso hast du das Wasser eigentlich noch verkauft? Du weißt doch, dass es die Leute krank macht. Nein. Du weißt, dass es die Leute krank macht. Ich bin nur ein Geschäftsmann, der seinen Pflichten nachkommen muss. Die Leute wollen mein Wasser. Die Leute bekommen mein Wasser. Du bist ein ganz schöner Drecksack, mein Freund. Neues. Es wäre eine Katastrophe, wenn plötzlich keiner mehr mein Wasser will. Verstehe. Ist klar. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du Wasser? Nee. Habe ich nicht irgendwelchen Kram da aufgesammelt hier? Katana? Nein. Assassinschwert kannst du haben. Eisklinge, Rubinklinge, all die ganzen Klingen hier. Erzweihänder, Richtschwert.
Ach, gleich mal behalten, ist vielleicht egal. Die 350 Gold nehme ich ja trotzdem gerne mit. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal zu Fesul und versuchen mal diesen Auftrag nochmal zu beenden in der heutigen Folge. Und in der jetzigen Folge. Und gehen in der nächsten Folge erst zum Tempel. So war es viel Zeit. Ich wäre nicht mehr geblieben. Ich wäre, glaube ich, nur noch hingelaufen im Großen und Ganzen und hätte dann da beenden müssen. Aber so geht es natürlich auch. Ich hoffe nur, dass Fesul jetzt nicht irgendwelche abartigen Preise verlangt für diese Wasserflasche. Vielleicht können wir einfach so ihnen die Wasserflasche abhandeln, ohne dass wir da drauf, dazu ins Gespräch kommen oder darüber ins Gespräch kommen, dass es total wertvoll ist. In Anführungsstrichen, oder eine krankmachende Wasserflasche ist. So, Fesu ist hier irgendwo rechts in der Händlergasse. Relativ am Ende, soweit ich weiß. Bist du krank? Geh jetzt besser. Ja, bist du nicht. Nein. Weg. Bist du Fesul? Ja, du bist Fesul. Zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Danke erstmal dafür. So, und hast du von Kafu ein Fass mit seinem Wasser erhalten? Hast du von Kafu ein Fass mit seinem Wasser erhalten? Ja, das habe ich. Es ist vor kurzem eingetroffen. Wie immer, überaus pünktlich, der Gute. Gib mir das Fass, damit ich es zu Ningal bringen kann. Nicht so schnell, Sohn der Ungeduld. Das Fass hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Ich glaube, ich muss Kafu töten. Wenn es die beste Qualität ist, kann ich es dir nicht einfach so schenken. Auch wenn es eine Gefahr darstellt, habe ich kein Interesse daran, dich zu ruinieren. Wie viel willst du haben? Auch wenn es eine Gefahr darstellt, habe ich kein Interesse daran, dich zu ruinieren. Wie viel willst du haben? Nun, auf meine Kosten zu kommen und weil du mir auch einen Gefallen tust, sagen wir für dich 750 Goldstücke. Was? Das faule Wasser ist doch keine 50 Goldstücke mehr wert. Außerdem solltest du damit keine Geschäfte mehr machen. Ich tue dir immerhin einen Gefallen. Na gut, 500 Goldstücke. Ich werde dich in guter Erinnerung behalten. Ich find's ganz gut, dass ich mittlerweile falschen gelernt habe. 100 Goldstücke oder du wirst bald keine Erinnerung mehr haben. 100 Goldstücke. Oder du wirst bald gar keine Erinnerungen mehr haben. Nicht so gereizt, so eine harten Worte. Ich gehe runter auf 350 Goldstücke. Damit habe ich schon einen großen Verlust gemacht. Ich gebe dir aber nur 150 Goldstücke. Immerhin macht das Wasser die Leute krank. Ich gebe dir aber nur 150 Goldstücke. Immerhin macht das Wasser die Leute krank. Ich liebe diese Verhandlungsgespräche. Diese zu heilen kostet auch Geld. Und Gonzales dürfte es interessieren, dass du mit verdorbenem Wasser noch Geschäfte machst. Langsam, nicht so schnell, so eine klaren Fakten. Bitte gib mir aber er verhandelt trotzdem. 50 Goldstücke, damit ich davon noch leben kann. Lass mit 200 Goldstücken, mein letztes Wort. Nehmen oder die Konsequenzen ertragen. 200 Goldstücke, mein letztes Wort. Nehmen oder die Konsequenzen ertragen. Was bleibt mir auch übrig? Also einverstanden. Hier, nimm das Fass. Aber hättest du vielleicht frisches Wasser für mich? Mein letzter Vorrat wird nicht mehr lange reichen. Ein paar Flaschen würden mir erstmal genügen. Ich hab dir gerade viel abgekauft. Jetzt suche ich einen neuen Wasserlieferanten. In Ordnung. Ich verkaufe dir 20 Flaschen für 200 Goldstücke. Nein, will ich nicht. Nein, nein, nicht wieder falschen, mein Freund. Ich brauche das Wasser zum Leben. Wollt ihr mir das Leben nehmen? Na schön, ihr seid schließlich ein harter Handelspartner. Ich gebe euch 80 Goldstücke. Ich will dir die Flaschen nicht geben. Ich brauche die selbst für meine Mana-Tränke. Lass mich gefälligst in Ruhe. Lass uns später darüber reden. Wie viel habe ich überhaupt Wasser? Ich hasse es. Ich habe gerade mal 56. Geh weg. Leider etwas doof. Draußen ist überall ein Brunnen. Der Gott, nochmal, hier ist ein verdammtes Fass mit Wasser. Aber gut. Auch wenn ich da vielleicht ein bisschen Erfahrung kriegen würde. Und das ist eigentlich ein ganz lustiger Dreh, dass ich jetzt mit ihm verhandle. Dass er das Wasser wieder haben will. Finde ich ganz witzig. Aber gehen wir erst mal kurz zu Ningal und sage ihm, dass wir das Wasser haben. Übrigens, alle Betroffenen sind geheilt, glaube ich zumindest. Alle Betroffenen sind geheilt. Glaube ich zumindest. Wenn es da draußen noch jemanden gibt, wird er schon irgendwie zurechtkommen. Verstehe. 2000 Erfahrung ist nicht schlecht, aber ein bisschen Gold hätte ich schon ganz gerne gehabt auf dem Stein als Ausgleich für die Mana-Tränke und so weiter. Hier ist übrigens Kafus Wasser. Dieses Fass habe ich von einem Händler erhalten. Hier ist Kafus Wasser. Dieses Fass habe ich von einem Händler erhalten. Gut, sehr gut. Dann werde ich mich gleich an die Untersuchung machen. Wenn du noch nicht allen das Gegenmittel gegeben hast, wäre jetzt der perfekte Augenblick. Okay, und wie sieht es jetzt mit der Wasserprobe aus? Wie sieht es mit der Wasserprobe aus? Ich habe jetzt so lange gewartet, Konntest du eine Ursache finden? Leider konnte ich es. Es scheint sich dabei um einen irregeführten Zauber zu handeln.
von mir. Du hast das Wasser verseucht? Nein, hör mir zu. Ein irregeführter Zauber hat das Wasser verändert. In den letzten Tagen habe ich ein paar Experimente mit einer verzauberten Schriftrolle gemacht. Ich konnte sie den Orks abkaufen. Sie soll irgendwo in einer der Tempelruinen gelegen haben. Mhm. Also bist du schuld, weil du die Finger nicht von der Magie lassen kannst? Also bist du schuld, weil du die Finger nicht von der Magie lassen kannst. Nicht in diesem Ton. Wollte gerade sagen. Du sprichst mit einem Schwarzmagier. Vergiss das nicht. Ich glaube mittlerweile, den Grund für die Irreführung zu kennen. Allen Anscheins nach existiert immer noch eine gewisse magische Welle, so wie sie die alten Gelehrten und Magier nutzten. Eine Art magisches Band, welches zwischen allen Zaubern und Menschen gewoben wurde, die auf dieselbe Magie zugriffen. Die alte Magie. Der Zauber muss vor langer Zeit in die Schriftrolle gewoben worden sein. Also ganz ehrlich, langsam wird so ein bisschen die Qualität des Questpacks immer besser, muss ich zum Teil sagen. Also natürlich sind die Sprecher nicht professionell, aber sie haben sich echt was gedacht bei den Quests und die sind auch relativ lang und sind gut verkettet, was ich ziemlich geil finde. Also wirklich Chapeau. Ja, okay. Und was bringt uns diese alte Magie? Und was bringt uns diese alte Magie? Mir bringt sie Ärger, wie du unschwer erkennen kannst. Ich weiß beim besten Willen keinen Rat. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Hier, in dieser Kiste ist die Schriftrolle sicher verpackt. Außerdem meine ersten Erkenntnisse. Da du nun schon mal hier bist, sollst du diese Kiste nach Bakaresh zu Sigmor bringen. Natürlich. Dazu wirst du natürlich erst den Zugang zu dem Tempel erlangen müssen. Ja, hab ich ja schon, kein Thema. Was soll ich bei ihm, wenn ich erstmal dort bin? Das wird er dir wohl selbst sagen müssen. Ich bin am Ende mit meinen Kenntnissen über diese tote Magie. Okay, aber das ist schon ziemlich krass. Vielleicht können wir noch irgendwie an Sigmors Kiste ran irgendwann mal. Das wäre auch nicht schlecht. Apropos, können wir vielleicht mal noch ein paar Heiltränke brauen? Ja, ich habe mich gerade darüber beschwert, dass ich so wenig Wasser habe. Wir haben 3 Heilpflanzen im Inventar. Die hätte ich schon mal ganz gern verbraucht dafür. Und wir haben hier noch Waldbeeren. 1. Okay, ich muss irgendwann mal wirklich mal so... Warte, was hast du für... Du hast keine Ware. Ach, du hast keine Ware. Mist. Ich muss irgendwann mal... noch weiteres Rezept kaufen für die Heiltränke. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber vorab möchte ich noch kurz eine Runde schlafen gehen. Ja, offensichtlich nicht hier. Sondern... Hier, nee, hier ist ein komisches Geschäftchen. Aber hier drüben war noch Betten. Und zwar... hier. Genau. Ich gehe mal kurz eine Runde schlafen, speichere danach ab und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich endlich mal in Richtung Tempel aufbreche. Bis gleich.